Ich vermisse nicht viel von früher. Draußen gehen, in einen Club oder in ein Bar. Ich weiß nicht, ich habe nicht mehr diesen Wunsch. Mönch, Monach Ross, es heißt Einsein. So schon in unserer Name, alles was wir sind. Das ist sehr wichtig, weil der Begegnung, wir haben mit Gott, es ist da. Es ist in diese allein vor Gott zu sein. Wieso wir haben so viel Lärm? Wieso wir suchen diese Lärm? Weil wir haben ein bisschen Angst von uns selbst. So, ich bin Vater Damaskinos. Wir sind hier in Kloster Bainville im Kanton Solothurn. Was wir bezeichnen heute als die orthodoxe Kirche, ist die Kirche, die am Anfang Pfingsten gegründet war durch den Heiligen Geist. Und bis heute hat die ganze Tradition von was Christus hat zu den Aposteln gegeben, zu die nächste Generation gegeben, bis heute. Und wir haben nichts geändert. Und wir wollen das auch nicht ändern. Dass er uns erlöse von aller Trübsal, von Zorn, Gefahr und Not. Lasse zum Herrn uns beten. Stehe bei, in der Baum dich und bewahre uns, O Gott, in deiner Gnade. Unseren Heiligen und Reinen über alles gesegnet zum reichen Leben. Und es ist immer ein Dialog zwischen Kopf und Herzen. Es ist nicht nur der Kopf, weil Gott hat uns schon auch schon so geschöpft. Wir sind nicht nur rationell. Und wirklich das Ziel von alles das ist, wieder ein mit Gott zu sein. Nein. Nein, ich habe nie bis jetzt und ich bete, dass es wird noch weiter so sein. Nein, ich bin sicher, das war die richtige Wahl, Mensch zu sein. Die Mönche, die sind in einem Ort und wir sind da und wir sind auch offen für die Leute, die hier kommen. Einige, die denken, dass wir haben das nicht gewählt, hier zu sein. Wir haben alles probiert und nichts, das funktioniert. Ich könnte keine Frau haben, keinen Job finden und dann, ich war so wie deprimiert. Ja, ich bin in Kloster gegangen. Ich habe gedacht, okay, ich gehe studieren und ich habe Biologie genommen. Und im dritten Jahr, wir könnten Optionen wählen und dann habe ich so Tierenökologie und Pflanzenökologie gewählt, so dann ich war schon ein bisschen mehr offen zu Pflanzen. Und dann ich habe schon den Master in Botanik gemacht. Und das hat die Türe geöffnet für nachher. Nachher ich war in Jura in Delémont für ein Praktikum. Und während der Praktikum ich habe die Doktorarbeitsstelle gefunden. Es ist wie eine Schule auch Mensch sein. Es ist, aber Leben ist auch eine Schule. Wenn wir fangen an als Jungs oder Studenten und so, wieso studieren wir? Weil wir wollen etwas lernen, wir wissen noch nicht. Und wir nehmen die Erfahrung von unseren Professoren, weil die wissen mehr als uns, weil die haben schon so viele Jahre das gemacht, probiert und so weiter. Und das ist wichtig, diese Offenheit, ich glaube, zu lernen und uns selbst zu verbessern, weil das ist, was wichtig ist. Ja, ich habe nie gedacht vorher als nicht-orthodox, dass ich werde einmal ein Mönch sein. Ich habe immer gedacht, ich werde eine Familie gründen und so. Und deswegen für viele Leute, und meine Mutter, sie war die ganz oben, und viele andere Leute, die waren sehr überrascht. Ja, so in unserer Familie, wir sind erwachsen als reformiert. Wir waren nicht oft in der Kirche oder fast nie. So, mein Bruder mit 15, er musste zu diesem Katechismus gehen und er war total dagegen. Er war Atheist, er hat gesagt, nein, ich habe keine Zeit für das. Aber schlussendlich, der Pfarrer konnte ihn so einen Deal mit ihm machen, er ist gegangen und etwas ist passiert und er hat eine Begegnung mit Christus gehabt. Und klar, ich als kleiner Bruder, ich habe das auch diese Erfahrung gesehen von draußen und es hat mich interessiert. Und durch meinen Weg,
von reformiert zu orthodox. Ich war auch oft in orthodoxes Kloster. Und dann, ich habe auch diesen Lebensstil ein bisschen erlebt und gespürt und so. Dann, es war etwas mehr konkret für mich. Und wenn ich bin orthodox geworden, ich musste, wenn ich wollte ehrlich mit mich selbst sein, ich musste diese Frage stellen. Was machst du jetzt? Heiraten, Kloster. Aber dann, ich war noch in Zürich mit meinem Studium und ich habe gedacht, ja, nachher, mach deine Doktorarbeit fertig und du wirst danach im Kloster gehen und du hast Zeit und so. Aber diese Frage ist immer wieder gekommen und für etwa 6 Monate, es war immer mehr, bis ein gewisser Punkt, wo ich könnte nicht mehr arbeiten. Und es war ein Montag, ich habe ein Ticket genommen für Freitag, einen Weg nach Griechenland. Am ersten Abend, es war klar. Ich habe Matthäus 19 aufgemacht und gelesen, und das ist eine andere Geschichte, aber das war genau, was ich, wo ich war, in meine Gedanken und alles. Es ist, wenn Christus spricht über die Eunuchen, und dann habe ich verstanden, okay, ich werde ein Mensch. Zu mir. Adam hatte 2 Kinder, Abel und Kain. Wie also fand sich danach die Frau für Kain? Gewisse Leute, die glauben, dass ja, es ist sehr zu und wir wollen keinen Kontakt mit Leuten und wir sind ein bisschen komisch, wir haben große Bart und schwarze Kleider, so wie wirklich, wir trennen uns von den Leuten. Aber das ist oft Leute, die haben nicht zu viel zu tun mit Glaube, mit christlicher Glaube. Als Mensch, wir haben den Luxus, ein bisschen mehr diese Zeit für uns zu nehmen. Weil, wie ich habe früher gesagt, wir haben keine Familie, keine Kinder. So, wir sind weniger abhängig von anderen Leuten, wo wir müssen so immer etwas tun. Und das ist, ja, es ist wichtig, aber es ist auch schwierig gleichzeitig. Aber es ist, Leben ist so. Und es gibt sicher andere Leute, die kommen und dann, die können etwas erfahren. Ich glaube, das ist am besten, wie können wir wissen, was es ist, bevor wir machen diesen Schritt, oder? Es ist wie ein Buch, ich lese einen Titel, okay, es ist der Titel, aber vielleicht soll ich das ein bisschen lesen. Ich kann nicht nur mit dem Titel, ich weiß die ganze Geschichte jetzt.